Snowden, der NSA-Skandal und die Verwicklung des deutschen Bundesnachrichtendienstes, all das hat zum BND-Gesetz geführt, das der Bundestag heute verabschiedet hat. Es soll die Arbeit des Geheimdienstes klarer regeln und besser kontrollieren. Die einen schreien auf, jetzt gäbe es eine Lizenz zum Abhören. Das bisherige illegale Ausspionieren werde nun legitimiert. Die anderen sagen, Spionieren an Informationen gelangen, die nicht gerade in der Zeitung stehen, das soll der BND ja gerade. Edward Snowden, wenigstens als Plakatmann, darf er bei keiner Demonstration gegen Nachrichtendienste fehlen. Immerhin hat er den NSA-Skandal ausgelöst und auch hierzulande eine Diskussion um die Rolle der Geheimdienste. Dass die eine strengere Aufsicht brauchen, das war am Morgen auch die einzige Gemeinsamkeit im Bundestag. Wir mussten feststellen, dass die Kontrolle nicht funktioniert hat bisher. Weder in den Nachrichtendiensten selbst, noch in den zuständigen Ministerien oder im Kanzleramt. Und auch unsere parlamentarische Kontrolle hier und im parlamentarischen Kontrollgremium war bisher unzureichend, weil wir nicht ausreichend Möglichkeiten hatten, sie gut auszuüben. Deshalb soll der Geheimdienst reformiert werden. Ein sogenanntes unabhängiges Gremium soll neben der Kontrolle durch den Bundestag eingesetzt werden. Abhöraktionen von Ausländern im Ausland sind weiterhin möglich. Und die gesammelten Daten darf der BND in Einzelfällen auch an ausländische Geheimdienste weitergeben. Stichwort Zusammenarbeit. Die Opposition sieht im Gesetz keinen Fortschritt. Durch den weitreichenden Datenaustausch untereinander läuft die Kontrolle leer, ausspähen unter Freunden, das geht volle Kanne. Wer der Massenüberwachung durch den BND Tür und Tor öffnen, den Auslandsgeheimdienst nun auch im Inland einsetzen und das Ausspähen unter Freunden nun ganz offiziell erlauben will, müsste wenigstens die parlamentarische Kontrolle stärken. Die Große Koalition hat die Reformen trotzdem beschlossen und wird sich auf Klagen einstellen müssen, nicht nur von der Opposition.